Guten Morgen. Ich dachte, ich mache mal wieder einen ganz klassischen Vlog. Es ist jetzt ungefähr 8 Uhr morgens am Freitag. Und wir lassen es heute schon sehr ruhig angehen. Die Kinder frühstücken noch zu Hause und gehen dann in den Kindergarten. Ja! Und Freitag ist ja Putztag. Und das ist auch. Also, nee, putzen ist jetzt nicht dringend nötig, aber aufräumen. Es sieht so unglaublich schlimm aus, weil wir halt ab Mittwoch immer so, naja, Freitag ist ja Putztag. Also können wir den ganzen Spielzeugkrempel ab Mittwoch einfach liegen lassen und ignorieren. Und so sieht es halt jetzt leider auch aus. So, nach 1,5 Stunden habe ich es endlich geschafft. Und es sieht wieder alles ordentlich aus. Ich fühle mich halt auch nicht wohl, wenn dann überall Spielzeug rumliegt und alles unordentlich ist. Und mir tut das dann richtig gut, wenn ich putzen kann, wenn ich wieder alles in Ordnung bringen kann. Und jetzt warte ich auf eine liebe Mama, die kommt sich nämlich gleich 2 Ölproben abholen. Dann habe ich einen ganz, ganz spannenden Termin. Bin sehr gespannt, was ich euch nachher erzählen kann, wie es war. Ich gehe nämlich jetzt zu meiner ersten Klangschalenmassage. Eine Freundin von mir hat das schon mal gemacht und war sehr begeistert. Und ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, wie das gleich sein wird. Und werde euch danach auf jeden Fall berichten. Und dann hatte ich ja schon in meinem Huckepack-Video, glaube ich, erzählt, dass ich mir noch ein zweites Geburtstagsgeschenk gemacht habe. Und das kam gestern endlich an. Und das zeige ich euch dann auch noch kurz. Genau. Also, ich bin jetzt wieder zurück zu Hause und es war unglaublich toll. Also, natürlich kannte ich vorher schon Klangschalen, aber ich wusste halt nicht so genau, was passiert. Im Grunde ist es so, dass man am Anfang auf dem Rücken liegt und die Klangschalen am Körper oder auf dem Körper platziert werden und angeschlagen werden und das Ganze dann mit einer geführten Meditation begleitet wird, ähnlich einem Bodyscan. Und es ist ein super, also ich liebe es ja sowieso, wenn man sich entspannt, wenn dann dieses, also bei mir, kribbelnde Gefühl im ganzen Körper ist und dann diese Schwere kommt. Und es war halt nochmal ein neuer Reiz, ein neuer Impuls, die Geräusche von den Klangschalen und auch diese Vibration mitzuerleben. Und dann zum Ende dreht man sich auch nochmal auf den Bauch, damit die Klangschalen auch auf den Rücken können. Und es war echt super, super schön. Was mich mega krass erstaunt hat, war, dass mein Halschakra währenddessen sehr aktiv war. Und zwar im negativen Sinne. Es hat sich so angefühlt, als würde sich so ein ganz schweres Gewicht auf meinen Hals legen. Bin gespannt, was da noch kommt. Werde dann gleich mal das ätherische Öl fürs Halschakra diffusen. Weil eigentlich bin ich der Meinung, dass mein Halschakra eigentlich nicht blockiert ist. Aber Halschakra, blockiertes Halschakra heißt auch, es gibt da Dinge, die man nicht ausspricht, die man eigentlich sagen möchte und nicht sagt. Und davon habe ich dann doch tatsächlich einiges. kennt ihr das so? Man würde eigentlich gerne Dinge ansprechen, Dinge sagen, aber es würde nicht unbedingt zur Besserung führen. Und dann lässt man es halt gleich. Ja, bin jetzt gespannt, wie sich das Ganze vielleicht noch entwickelt, was da noch so bei rumkommt. Übrigens, weil ich gerade hier so an meinen Haaren rumfummel, heute in einer Woche lasse ich mir die schneiden und es wird auch Zeit. Spätestens jetzt hätte ich definitiv mal zum Spitzenschneiden gehen müssen, aber ich will irgendwas anderes haben. Es soll was mit meinem Pony passieren und auch mit der Frisur an sich. Wird jetzt nicht so viel abkommen, aber irgendwas wird passieren und ich bin sehr gespannt, was wir da uns so überlegen werden. Ja, weil das ist jetzt nicht mehr so schön. Bin aber sehr glücklich, dass die in den 1,5 Jahren jetzt echt schon so schön gewachsen sind. Genau. Und jetzt, denke ich, werde ich euch zeigen, was gestern mit der Post endlich ankam. So, ich habe jetzt mal mit dem Stativ ein bisschen improvisiert. Es wird schon gehen. Und zwar habe ich euch in meinem Aura-Video erzählt, dass es gerade bei Chuck Monin eine Aktion gibt, wo man auf bestimmte Aura-Produkte oder ja, wo alle 7 Chakren einfach vertreten sind, 10% Rabatt bekommt. Und
zu der Aktion, das schreibe ich euch gerne nochmal unten hin, auch wie der Rabattcode lautet. Und ich habe diese Aktion genutzt und habe mir Folgendes bestellt. Und zwar, das wusste ich schon vor, das war mir auf jeden Fall klar, dass ich mir, sobald es das bei Chuck Money gibt, das Chakra-Stein-Set bestellen möchte. Das zeige ich euch gleich mal noch ein bisschen näher. Aber erstmal muss ich noch was dazu erzählen. Zum einen kann man die Steine benutzen, um sein Wasser zu energetisieren. Da gibt es dann eine genaue Anleitung, wie das Ganze gemacht wird. Oder, also das werde ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Aber es gibt auch die Möglichkeit, die Steine auf die Chakra-Position zu legen während der Meditation oder auch als Handschmeichler zu benutzen. Und das werde ich wahrscheinlich am meisten machen. Also das Chakra, was gerade Unterstützung braucht, gehen wir jetzt mal davon aus, ich muss einen Vortrag halten. Dann würde ich mir den Stein fürs Halschakra suchen, den dann einfach als Handschmeichler in der Hand halten. Und das ist auch was sehr Praktisches mit den Kindern. Als die Steine gestern ankamen, Vince ist ja sowieso ein Kind, was gerne Steine sammelt. Und da die ja jetzt ein bisschen besonders und schön aussehen, war der da sofort fasziniert und begeistert von. Und da habe ich ihm so ein bisschen was zu den Chakren erklärt und was die Steine machen, dass die halt Energien freisetzen. Und er hatte dann gleich die Assoziation, kann ich dann ganz schnell rennen? Dann habe ich gesagt, dass die Steine Energien freisetzen, die schon in ihm sind. Also alles, was in ihm ist, wird halt freigelegt. Und er hat sich dann intuitiv tatsächlich für den Stein des 7. Chakras entschieden, was ich sehr spannend fand. Und möchte irgendwie so eine kleine Routine mit ihm draus machen, zusätzlich vielleicht zu unserem Kartenziehen, dass er da dann mit den Steinen so ein bisschen arbeiten kann. Das finde ich sehr spannend. Also da gucke ich mal selber, wie ich das im Alltag mit den Kindern umsetzen kann. Und wenn euch das ein bisschen näher interessiert, könnt ihr mir das sehr gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich zeige euch jetzt einfach mal noch ein paar Steine. Dann könnt ihr mir das sehr, sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Dann bastle ich dann später mal da ein Video draus, wenn wir für uns halt einfach dann ja da irgendwie was machen konnten. Hier, fürs Herzchakra, voll schön. Also ihr habt dann auch so einen Zettel dabei, wo dann natürlich nochmal ganz genau draufsteht, also der rote Japsis zum Beispiel fürs erste Chakra, fürs Wurzelchakra oder hier der gelbe Kalsit, ich weiß immer nicht, wie man das ausspricht, ist halt der fürs Nabelchakra zum Beispiel. Und der, den sich Vince heute, wie gesagt, ausgesucht hat, ist der Bergkristall fürs Kronchakra. Voll schön, voll spannend. Genau, und das war aber noch nicht alles. Ich hatte schon lange damit geliebäugelt. Und weil ich ja eh wusste, dass ich das Wassersteinset bestellen werde und naja, 10% sind auch 10%, habe ich mir dann endlich nach so langer Zeit das Glasuntersetzer-Set bestellt von allen 7 Chakren. Und das ist quasi mein zweites Geburtstagsgeschenk. Mal so ein bisschen ausgeholt, also bei meiner Chakra-Arbeit. Das mache ich so ganz spontan. Und man kann die jetzt tatsächlich sogar zur Deko nutzen, dass man jetzt sagt, okay, weil die Chakren werden ja schon energetisiert, indem man halt mit den Farben und auch mit den Symbolen arbeitet. Das heißt, wenn man da einen schönen Platz in der Wohnung hat, kann man die auch einfach zur Deko aufstellen und die da ihre Arbeit tun lassen. Ich habe da aber so ein bisschen Angst tatsächlich. Zum einen wegen der Kinder, zum anderen wegen der Katze, dass die irgendwie doch zu Bruch gehen. Und deswegen nutze ich die tatsächlich jetzt wie folgt und ich habe heute damit angefangen, dass ich mir die alle vor mich hinlege. Während ich rede, zeige ich euch die einfach mal. Dass ich die alle vor mich hinlege und dann ganz intuitiv entscheide, welchen Glasuntersetzer nehme ich heute. Weil damit fahre ich einfach am besten. Das mache ich mittlerweile auch bei den ätherischen Ölen so. So ganz intuitiv entscheiden, welches Öl soll es heute sein. Weil unser Herz, unser Körper weiß einfach, was es heute braucht. Das heißt, welches Chakra heute gestärkt werden soll, welches ätherische Öl es heute braucht. Und so entscheide ich dann einfach, welchen Glasuntersetzer ich für den Tag nehme. Und die sind einfach so, so, so wunderschön und ganz hochwertig
gearbeitet. Also man kann die tatsächlich auch einzeln kaufen, aber ich wollte halt unbedingt dieses Set. Und als nächstes werde ich dann wahrscheinlich nächstes Jahr, da werde ich ja nur 31, aber da werde ich mir dann sicherlich auch noch das Tassenset bestellen. Weil ich habe jetzt 3 Tassen, weil leider eine kaputt gegangen ist. Aber ich glaube, ich möchte auch nochmal alle Tassen haben. Aber das ist schon mal sehr, 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 sehr geil. Genau, das wollte ich euch gerne noch zeigen. Und der Rabattcode gilt noch den gesamten November. Also wenn ich euch jetzt angefixt habe und ihr euch das vielleicht bestellen wollt oder auch was anderes bestellen wollt, also wie gesagt, die Tassen sind auch noch im Angebot jetzt mit und der Chakra-Stab. Ich verlinke euch nochmal alles unten in der Infobox, da könnt ihr euch das gerne nochmal angucken. Es ist so unglaublich schön, dass heute die Sonne wieder scheint. Die ist zwar auch sehr krass, zum Film ist gerade nicht so schön, aber mir ist es echt schwer gefallen die letzten Tage. Also gestern haben wir gar keine Sonne gesehen, da war es schon Nachmittag um 2, so dunkel wie eigentlich um 4, halb 5. Also das war auch für die Kinder gestern nicht angenehm, das hat man bei allen gemerkt, aber da mache ich nochmal ein Video drüber, How to Survive Herbst und Winter. Da mache ich auf jeden Fall nochmal ein Video zu. Weil da habe ich auch meine Probleme. Dieses Jahr tatsächlich so stark wie noch nie, was aber daran liegt, dass ich mir dieses Jahr das erste Mal bewusst bin, woran es liegt und ja auch bewusster wahrnehme und fühle, wie es mir geht. Und deswegen ist mir das tatsächlich in keinem Jahr so krass aufgefallen wie in diesem Jahr. So, ich versuche jetzt gerade die letzten Sonnenstrahlen einzufangen. Ich muss nämlich gleich losfahren, weil ich muss mir noch ein paar Sachen einkaufen. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich morgen einen Zimtschneckenkuchen machen werde. Also quasi die Zimtschnecken schon ganz normal gemacht, aber dann halt in eine Kuchenform zusammengelegt, dass die auch so ein bisschen miteinander verschmelzen. Und genau, dann mache ich morgen einen Zimtschneckenkuchen und dann brauche ich tatsächlich noch ein bisschen was, also Hefe zum Beispiel unter anderem. Und dann hole ich die Kinder ab. Dann bekommen wir heute noch Spielbesuch von einem Freund von Vince. Und dann habe ich gerade gesehen, dass heute Abend Dancing on Ice kommt. Ich dachte, das kommt jetzt immer sonntags. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe mich für heute Abend eigentlich eingebildet zu arbeiten. Aber Vince guckt das auch so gerne, Dancing on Ice. Das darf er dann jedes Jahr immer mitgucken, wenn das kommt. Jetzt muss ich ein bisschen umplanen. Aber ist okay. Dann wird es heute Abend Dancing on Ice mit heißem Pudding geben.